Wie funktioniert eine Röhre? Ich wurde angefragt, ein Video zu machen über die Grundfunktionen einer Röhre. Ich versuche dieses Thema jetzt anzusprechen und so gut wie möglich zu erklären. Zu sehen ist eine EB. Diese Röhre wurde bei meinem letzten Umzug aus Versehen IULT, hat also somit kein Glaskolben mehr. Ist somit das ideale Demonstrationsobjekt. Das Hauptmerkmal einer Röhre ist der Glaskolben. Es muss nicht immer Glas sein. Bei Leistungsröhren kann es auch Metall oder Metall-Keramikverbünde sein. Aber halt die meisten Röhren sind aus Glas, weil es am einfachsten zu bearbeiten ist. Eine andere Frage, die oft gefragt wird, wieso sieht es aus wie Glühbirnen? Die Antwort ist ganz einfach, es wurden dieselben Maschinen benutzt. Das sieht man vor allem bei den älteren Röhren, die noch einen sogenannten Quetschfuß hatten. Diese wurden exakt auf derselben Maschine hergestellt wie Glühbirnen. Falls das Bild leicht wackelt, das bin ich, weil ich auf die Unterlage mich auflehne. Um auch direkt eine andere Frage zu klären. Was ist was? Das Ding, wo die Kontakte sind, das ist der Sockel. Das ist der Sockel. Und das Ding, wo die Kontakte reingesteckt werden im Gehäuse, das ist die sogenannte Fassung. Die Begriffe werden oft verwechselt bzw. Falsch benutzt. Das ist der Sockel, da kommt die Röhre rein und was ich dort reinstecke, das ist die Fassung. So, sonst gibt es für alle Röhren denselben Aufbau. Ich habe neben den Quetschfuß. Bei neueren Röhren ist das übrigens ein sogenannter Pressteller. Also die Elektronen werden nicht Elektroden, nicht Elektronen, sondern Elektroden, werden nicht mehr durch einzelne Drahtverbindungen nochmal separat rausgeführt, sondern Sekunde, ich muss gerade mal ins Regal greifen. Das sind die schlecht vorbereiteten Videos. Das hier ist eine ältere Röhre, auch ein Quetschfuß. Man sieht, dass die Elektroden der Röhre hier unten auf eine Glaspfanne laufen und dort werden sie rausgeführt in den Sockel. Und dort werden mit einzelnen Drähten verbunden zu den Stiften. Das war in der Produktion sehr aufwendig und man hat so ungefähr Ende, Anfang der 40er Jahre angefangen, das umzustellen auf den sogenannten Pressglassockel. So, Sekunde. Das ist jetzt eine Kompaktronröhre. Amerikanisch, aber die europäischen Nobelröhren waren identisch aufgebaut. Und man sieht, dass das Röhrensystem jetzt direkt in den Sockel geführt wird und direkt verbunden ist mit den Stiften.
Dies war technisch wesentlich einfacher und wesentlich billiger, als dies Drähte so rauszuführen. Ein anderer Grund ist, der Quetschfuß hatte das Problem, dass bei HF-Frequenzen, also der aufkommenden neuen Radioelektronik, wo mit höheren Frequenzen gearbeitet wurde, das Problem, dass es zu Störungen neigte, weil halt längere Drähte sind Antennen und somit problematisch für HF. Sekunde. Bis hin zu den neuesten Röhren. Wo bist du gekommen? Das ist eine moderne Pressglasröhre, die ETC83. Und das waren Massenproduktionen, die viele Probleme nicht mehr hatten. So, was wieder zurück zu den Röhren. Die Röhre selbst besitzt meistens eine sogenannte Getup-Pfanne. Das ist das hier. Eine der markanten Zeichen einer Röhre ist die leichte Silberbeschichtung, Silbergrau. Das ist das sogenannte Getter. Für was braucht man das Getter? Das Problem ist, die Röhre ist evakuiert und während ihres Betriebes gibt es das Problem, dass Kaltgasatome durch die Verbindungen zur Außenwelt in die Röhre eindringen oder durch die Erhitzung aus dem Gas, Entschuldigung, aus dem Metall der Röhre selbst ausgasen. Und das Problem ist, jedes Metallatom in der Röhre stört, weil es halt den Fluss der Elektronen hindert durch die Ionisation und somit zu Störgeräuschen führt. Man versucht damit, die Gasentstehung möglichst wieder zu unterbinden. Und das macht man mit dem sogenannten Getter. Das Getter ist meistens Barium, früher auch Magnesium. Das wurde bei älteren Röhren auch sichtbar. Eine Sekunde. Es ist dann jetzt so, dass ich keine Röhrengriff bereit habe. Man sieht hier einen leicht weißlichen Belag. Hier oben auch ein bisschen besser. Das ist Magnesium. Das bindet freie Gasatome. Allerdings das Barium ist etwas aktiver und somit besser geeignet. Das Getter selbst wird in die sogenannte Getterpille gepackt als Metallkügelchen, weil es ja unter Atmosphäre produziert wird und dann mit einem HF-Transformator induktiv erhitzt auf ungefähr 600 Grad und dabei verdampft die Getterpille und schlägt sich dann am kälteren Glas als Getterbelag nieder. Das ist das, was man typischerweise bei Röhren sieht, den typischen Glasspiegel. Das ist das Getter. So, ich muss die Röhre nochmal weglegen, dass ich die Hand frei habe. Ansonsten ist der typische Mindestaufbau einer Röhre Kathode und Anode. Die Anode ist der positive Teil und ist in diesem Fall das äußerste Blech. Die Kathode ist die Quelle der Elektronen und ist meistens die innerste Elektrode. In diesem Fall sieht man hier, bisschen schwierig, ohne das Licht zu verdecken. Hier unten habe ich die Anschlüsse
der Kathode, also des Heizers. Die Röhre ist direkt geheizt, also der Heizfaden ist die Kathode selbst. Das kann hier unten erkennen. Die Drähte, ja, das ist die Kathode. Das Ganze als von der Hintersicht. Man sieht, die Drähte werden über eine Feder gehalten, um dafür zu sorgen, dass sie möglichst stramm sind und nicht vibrieren während des Betriebs. Das Gegenstück ist die sogenannte indirekt geheizte Kathode. Das sieht man bei neueren Röhren. Das Röhrchen hier ist die Kathode. Die ist elektrisch isoliert vom Heizer, also vom Heizfaden. Der Heizfaden selbst, das ist ein bisschen schwierig mit der Reflexion, ich hoffe, das geht mit Fokus, ist hier das weißliche, die weißliche Spirale. Das ist der Heizfaden. Der ist elektrisch isoliert von der Kathode. Das ist meistens ein Nickelröhrchen. Das ist beschichtet meistens mit Bariumoxid, um halt die Elektronen zu emittieren, also einfach zu emittieren. Weil das Problem ist, genau zur anderen Röhre, das Problem ist, wie kriege ich die Elektronen ins Vakuum? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder über die sogenannte Stoßionisation, die funktioniert aber nicht im Vakuum, sondern nur, wenn in der Röhre ein geringer Luftdruck herrscht. Wobei es muss keine Luft sein, es kann irgendein Gas sein. Das Problem ist aber, die ionisierten Gasatome sind sehr langsam. Das heißt, die Röhre kann dann nicht in höheren Frequenzen benutzt werden. Ein typischer Vertreter von gasgefüllten Röhren ist die Diebenröhre. Die war mit Quecksilberdampf gefüllt, was also das typische Leuchten ausgelöst hat. Moderne Röhren sind sogenannte Hochvakuumröhren. Also die sind evakuiert auf einen, ich weiß jetzt nicht genau auf welchen Gasdruck, aber es sind glaube ich irgendwas um, muss jetzt lügen, MBC noch minus 8 Pascal. Also herrscht praktisch de facto ein Hochvakuum. Die Elektronen werden heute elektrisch emittiert, also durch Beschichtung der Kathode. Ganz früher hat man die Anion-Kathoden aus Wolfram gefertigt. Wolfram ist dasselbe Material, das auch bei Glühbirnen benutzt wird. Und das emittiert die Elektronen aufgrund der hohen Betriebstemperatur. Die Wolfram-Kathoden wurden auf über 2500 Grad Celsius erhitzt und haben halt Elektronen emittiert, auf Deutsch gesagt, sie haben die Elektronen rausgeprügelt. Das Problem dabei war, ich habe einen relativ hohen Heizstrom gehabt, was bei Batteriegeräten problematisch war. Senderöhren haben bis zum heutigen Tag Wolfram-Kathoden, haben aber Heizströme teilweise von 600-700 Ampere. Also das sind bleistiftdicke Kathoden. Das ist für die Radiotechnik de facto unmöglich. Insofern hat man da Lösungen gesucht und gefunden, nämlich die Beschichtung der Kathoden mit Bariumoxid oder Calciumoxid oder anderen Salzen. Diese Metalle emittieren die Elektronen bei wesentlich geringeren Temperaturen, nämlich bei ungefähr 500 oder 400 Grad Celsius. Das heißt, die Röhre muss weniger stark geheizt werden und hat somit einen geringeren Betriebstemperatur und somit auch geringere Batterielaufzeit. Batterielaufzeit betone ich deshalb, weil die Röhrentechnik lange Zeit über Akkumulatoren betrieben wurde für tragbare Geräte. Weil es gab lange Zeit keinen Netzanschluss, beziehungsweise nur in Häusern, die neu gebaut wurden. Also das, den Luxus, den wir heute haben, Stecker rein und fertig, gab es nicht.
Sehr viele Geräte mussten über Akkumulatoren betrieben werden. Diese Röhre ist eine Triode, das heißt, sie hat drei Elektroden. Und die dritte Elektrode ist in diesem Fall das Steuergitter. Man sieht hier, das Gitter, und das Steuergitter ist dafür da, die Elektroden zu modulieren. Das heißt, ich kann durch eine Ladung des Steuergitters den Stromfluss zwischen Anode und Kathode regeln bzw. auch ganz unterbinden. Dies ist die Grundlage für die Röhrentechnik. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert und wieso ich die Röhre heizen muss und was passiert, wenn ich die Röhre unterheize, das demonstriere ich jetzt. Ich muss dafür aber kurz die Kamera umbauen. Ich hoffe, das funktioniert. So. Wir fangen an mit der Diode. Also die einfachste Form der Röhre. So, Entschuldigung, ein Teil wird jetzt über die Handkamera laufen. Das ist nicht ganz zu verhindern. Wie gesagt, das hier ist eine One-Man-Show. Das Schaltsymbol einer Diode sieht so aus. Ich habe meine Kathode. Das ist das Nickelröhrchen. Ich habe meinen elektrisch isolierten Heizer. Und ich habe eine Anode. Das ist das mit das Blech ganz außen. Und eine Diode heißt, ich habe nur eine einfache Gleichrichtungsfunktion. Also die Röhre kann nur den Strom in eine Richtung leiten. Wenn ich die Röhre andersrum beschalte, sperrt die Röhre. Das erklärt auch den Gleichrichter-Effekt. Wie ein Röhrengleichrichter in der Praxis funktioniert, gibt es auf meinem Kanal zu sehen. Da gibt es zwei Videos zu. Ich habe die Einstellungen für diese Röhre jetzt speziell schon vorbereitet. Moment, dass die eine Hand frei bekommen. So. Das ist eine Magnoval-Röhre aus einem Farbfernseher. Das war ein Hochspannungsgleichrichter. Der funktioniert als Diode. Oder im Prinzip, es ist eine Diode. Ich habe keine eigene Messkarte, deshalb das Ganze jetzt hier ein bisschen im Freiflug. Wenn ich die Röhre jetzt, also ich habe schon alle Daten eingestellt. Die Röhre wird getestet mit 150 Volt. Und wenn ich die jetzt einschalte, sehe ich, mein Heizfaden ist ganz. Also das Teil hier zeigt mir, das ist der Heizfaden, und der Neuberger zeigt mir hier an, dass der Heizfaden durchgängig ist. Wenn ich jetzt die Röhre rausziehe, geht die Lampe aus, weil der Heizfaden unterbrochen ist. Übrigens, was ich jetzt hier mache, ist Don't try this at home, weil an Röhrenmessgeräten niemals rumspielen, während sie laufen. Man sollte wissen, was man tut. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, also die Heizung funktioniert. Jetzt
aktiviere ich die Heizung. Das ist eine sogenannte P-Röhre, eine PY500. P-Röhren haben, es gibt keinen Unterschied zu anderen Röhrenserien, sie werden nur anders geheizt. Nämlich P-Röhren werden in Parallelheizung betrieben. Das heißt, primär gibt es einen Heizstrom, nämlich bei P-Röhren 300 mA. Die Heizspannung ist irgendwas. Primär ist, dass der richtige Heizstrom eingestellt wird. In diesem Fall gibt es beim Neuberger eine eigene Möglichkeit, nämlich kann von der Spannungsanzeige der Heizung auf die Stromanzeige umschalten. Die 4 ist jetzt mein Indikator, also hier ist 400 mA Heizstrom, ich bin bei 300 mA und laut Datenblatt sollte sie 300 mA haben. Der Grund, warum ich jetzt so lange gelabert habe, ist der, in der Zeit hat die Röhre aufgeheizt und ich erkenne jetzt die geheizte Kathode. Und wenn ich jetzt die Röhre in Betrieb setze, fängt der Neuberger an zu brummen, weil jetzt fließen durch die Röhre etwa 160 mA. Der Messbereich ist bei Vollausschlag 300 mA. Und ich habe ungefähr einen Ausschlag von 33. Das sind plus minus mal Pi mal Daumen ungefähr 160 mA. Um zu demonstrieren, was passiert, wenn ich die Röhre umpole, also Kathode und Anode vertausche. Ich erinnere nochmal daran, das bitte nicht wiederholen. Ich kann mal selber gucken, wo wir die Pins haben. Das Blödsinn, was ich gerade erzähle, muss auf 2. Die Anode, bla bla bla. Super, das war der Vorführeffekt. Das ist genau die Schaltung, die ich jetzt demonstrieren wollte. Geht mit genau der Röhre nicht, weil die Kathode rausgeführt ist. Also das, was ich zeigen wollte, war, dass doch, ich kann es zeigen. Auf die Neutralen. Ne, ich kann es nicht zeigen. Das war jetzt dumm gelaufen. Das war nett gewesen, aber ihr müsst es einfach glauben, dass die so, es fließt nochmal mein Strom. Die Röhre ist jetzt geheizt auf Nominaltemperatur und ich versuche jetzt die Heizspannung zu reduzieren, also die Röhre wird jetzt unterheizt. Man sieht direkt, dass der Heizfaden dunkler wird. Es dauert ein bisschen, bis die Röhre abgekühlt ist.
weil jetzt nimmt die Emission der Röhre auch ab. Die Röhre ist jetzt ungefähr nur noch mit der Hälfte der Heizspannung des Heizstroms geheizt, die vorgesehen ist. Und man sieht, der Anodenstrom wird immer geringer. Das liegt daran, dass die Kathode jetzt nicht mehr in der Lage ist, Elektronen zu emittieren. Was ich jetzt vorführe, sollte auch in der Realität nicht gemacht werden, weil das Unterheizen von Röhren ist kontraproduktiv, weil jetzt die Elektroden aus der Kathode mit Gewalt rausgerissen werden. Ich bin jetzt noch bei 13 Volt von 42 und man sieht, der Strom geht immer weiter runter. Machen wir weiter mit der Triode. Dafür muss ich jetzt gerade wieder umbauen. So. Die Röhre ist ungefähr 80 Grad heiß. So, für die Triode, die ich jetzt demonstriere, habe ich eine Messkarte. Ich nehme praktischerweise jetzt die AD1, weil die habe ich gerade griffbereit. Wichtig ist, wenn man Röhren umsetzt, immer alle Kontrollen auf Null machen, weil sonst besteht die Gefahr, dass man eine Blitzröhre hat. Blitzröhre deshalb, weil dann die Röhre falsch betrieben wird und dann vielleicht auch sich an ihren Vorfahren die Blitzröhre erinnert, sprich aufblitzt. So, papadak. Ich mache mit Handkamera weiter. Ich habe jetzt die Röhre umgesteckt, muss jetzt die Heizspannung einstellen, dass sie vernünftig funktioniert. Gehst du nicht? Heizfaden ist intakt. Versuche gerade das Problem zu finden, wieso der Neuberger meint, es gibt keine Spannung. Also, guten Morgen. Ich hoffe, alle sind da. Ich bin noch im Ampere-Modus, also sprich, ich messe jetzt den Strom, der durch den Heizfaden fließt. Der ist natürlich noch null, weil es die Röhre noch nicht eingeschaltet. Ich muss das umschalten auf Spannungsmessung. Und siehe da, wir leben. Im Fernsehen würde man jetzt sagen, das ist live. So, die AD1 wird mit 4 Volt geheizt. Mit 45 Volt Gitterspannung. Ich bin jetzt im 50 Volt Messbereich. Und mit 200 Volt Anodenspannung.
250 Watt, Entschuldigung. So. Dann schalte ich ein. Ist schon eingeschaltet, Entschuldigung. Dann gucken wir mal, ob die Röhre funktioniert. Also sprich, Test läuft durch. Ich mache es mit der anderen Hand, dass man sieht. Bin jetzt bei Fadenprüfung. Kein Kurzschluss zur Kathode. Die Röhre heizt jetzt auch. Ich muss die Heizspannung etwas nachregeln. Ich bin jetzt im 8 Volt Bereich, um die 4 Volt gut zu treffen. Die AD1 glüht leider nur sehr schwach. Das heißt, das Glühen der Kathode ist fast nicht zu sehen von außen. Ich mache weiter mit Kurzschlusstest des Gitters. Gibt keinen. Gitter 2, 3, 4 gibt es nicht. Kurzschluss zur Anode gibt es auch nicht. Und jetzt läuft die Röhre. Ich habe ungefähr einen Ausschlag von 40 mA. Also der Messbereich ist 60 mA maximal. Er zeigt 40 mA an, soll 60 haben. Das liegt daran, dass wahrscheinlich genau die Anode noch falsch eingestellt ist. Sie sollte 250 sein. Ich mache jetzt mal alles mit Kamera drauf, dass man sieht. Also ein bisschen hoch. So, jetzt haben wir es. Irgendwie ist heute Wurm drin. Oder die AD1 ist so stark. Jetzt im 500 Volt Bereich. Ist anscheinend so stark, dass sie weit über der 60 mA soll ist. Aber das reicht jetzt aus, um die Demonstration zu machen. Die Gitterspannung ist immer negativ. Das muss ich den Fokus wieder einstellen. Die Gitterspannung ist immer negativ. Der Grund ist, sie muss negative zur Kathode sein, dass die Elektronen geblockt werden. In diesem Fall ist 45 minus 45 Volt. Wenn ich jetzt die Gitterspannung weiter erhöhe, also negativer mache, sieht man, dass der Strom, der Anodenstrom fällt. Weshalb? Weil wieder mehr Elektronen geblockt werden. Wenn ich die Gitterspannung erniedrige, also Richtung Kathodenpotenzial, steigt der Anodenstrom wieder,
weil jetzt wieder mehr Elektronen fließen können. Und das Ganze geht, wie man jetzt nicht sieht, weil man mich nicht regeln sieht, nicht linear. Das erklärt auch den Knick in der Kennlinie von einer Röhre, dass ich den Arbeitspunkt, also der Punkt, wo die Verstärkung immer linear ist, aussuchen muss, beziehungsweise exakt angeben muss. Und je mehr ich zur 0 Volt komme, umso mehr steigt mein Anodenstrom. Bei vielen Röhren ist der Messpunkt Gitterspannung gleich 0 Volt, dass damit praktisch die Röhre die maximale Leistung hat, also Anodenstrom. In dem Moment, wo das Gitter positiv wird, betreibe ich die Röhre am Limit, weil jetzt Strom fließt über das Gitter und das Gitter ist nicht dazu ausgelegt, dass Strom fließen soll, zumindest größere Mengen. Es gibt einige wenige Verstärkerröhren, die mit leicht positivem Vorgitter betrieben werden, wie zum Beispiel die EDD111 oder die EDD11. Das sind beides die gleichen Röhren, aber die EDD111 ist die Behördenvariante und die EDD11 ist die Variante für den Normalverbraucher. Gut, ich hoffe, dass ich damit jetzt die Funktion einigermaßen, die Grundfunktion einigermaßen erklären konnte. Ich hoffe, verständlich. Das war live und in Farbe. Und bis zum nächsten Mal.